Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das haben wir fast schon klar, dass der mich sofort trifft. Let's Play Torchlight 2. Ganz kurz mal hier. Nö, was macht der denn? Euer Begleiter ist verwundet. Wundert, Alter. Euer Begleiter ist geflogen. Alter. Was ist das denn? Ich geh mal kurz hier durch. Alter, was kommt denn da alles an? Ja. Okay, Leben ist wieder voll. Herzlich willkommen zurück zu in Let's Play Torchlight 2. Wir sind wieder hier mit dabei. Hör jetzt gereimt, witzig. Hilfe! Ich brauche mehr Mana. Ja, na klar, warum nicht? Ich brauche mehr Mana. Ich glaube, ich muss gleich mal nochmal durchs Tor durch. Ich glaube, der beschwört die, kann das sein? Alter. Ich weiß nicht, ob die persönlich auch Schaden machen. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja. Das geht ja super los, würde ich sagen, ne? Hier sind wir. Das ist einfach super. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, die Folge muss heute rauskommen. Aber leider dann doch nicht mehr ganz. Wow. Alter. Wie viele sind das auch bitte? Ich bin verwundet. Ja. Alter, was ist das denn, ey? Genau vor dem Tor wirst du erstmal so gepiesackt, dass du keine Chance mehr hast, da durchzukommen. Wie viel Geld haben wir momentan? 2100. Wir haben ein bisschen was dabei. Können wir denn langsam mal die Waffen ausrüsten? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich viel bringt, weil unsere Waffen sind stärker als die hier. Deswegen bin ich mir da ganz unsicher. Grüße euch. Habe ich das schon abgeschlossen? Nein, habe ich nicht. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt den Wächterin des und alles finden. Und ja, wir scheitern schon dabei, aus der Stadt rauszukommen. Das ist... Alter, ich will da nicht... Nein, ich will da nicht rein. Ist doch behindert. Wie kommt man denn auf die Idee, genau vor der Stadt sowas zu positionieren? Wie soll man da ordentlich kämpfen? Ich gehe mal hierher erstmal. Ach stimmt, hier ist ja glaube ich Krieg jetzt, gell? Die dringen ja jetzt hier vor in die Stadt oder so. Der Alchemist hat ja seine Armee hier. Das ist ja... Letztes Kapitel war ja der Vorabend des Krieges und das ist jetzt der Krieg. Und wir müssen sozusagen gerade im Krieg kämpfen, wenn man es genau nimmt. Ist natürlich klar, dass es ein bisschen heftig ist. Ah, dann würde ich mir... Alter. Ah, dann würde ich mir doch wünschen, dass ich wenigstens irgendwie Leute um mich herum hätte, weil ich meine, ich allein gegen den Rest der Welt ist jetzt ein bisschen unfair, muss ich gestehen. Ich weiß, das kommt seltsam, aber doch, kann man es als unfair achten. Okay, ja, aber mal schauen, was jetzt los abgeht. Es ist übrigens wieder ein wunderschöner... Alter. Was ist denn das? Natürlich. Tot. Jetzt bin ich tot. Ja, da komme ich nicht raus. Oder? Komme ich da durch? Nein, was? Alter. Man kann so rüber... Ich dachte mir, jetzt haben wir endlich diese beschissene Höhle hinter uns. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen wieder normal spielen. Nein, können wir nicht. Es geht noch beschissener weiter. Ich muss irgendwie muss ich an Items kommen, an gute Items. Ich weiß aber nicht wie. Okay, da habe ich endlich mal ein Schemenblatt gemacht. Oh, oh, ich will da nicht nach Tirifesh. Ah, Junge. So, geh da rein. Immer diese scheiß Tür, kann man die nicht irgendwie ausmachen oder so? Okay, 6, 5 und jetzt drauf hier auf den Freund, Alter, stirb. Ich habe wenig Mana. Du hast jetzt zu kämpfen, Junge. Das ist hier überhaupt nicht witzig. Ah!
Ich habe keine Angst. Nein, ich bin nicht in die Stadt geflohen, weil irgendwie... Nein, es ist alles schön. Es ist auch überhaupt nicht übertrieben. Nein, 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 nein. Ey, wenn das ganze Spiel so weitergeht, wir waren ja, waren ja eigentlich immer ganz gut dabei. Es hat immer... War eigentlich immer ganz cool, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sind vollkommen unterlevelt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Es ist mir... Nein, ich will nicht das Spiel verlassen. Es ist mir ein Rätsel, wie ich auf die Idee komme, dass wir unterlevelt werden. Ich glaube fast, wir müssen mal... Ich glaube fast, wir müssen mal... Kann man sich denn eigentlich eine gute Waffe kaufen? Wäre es möglich, sich eine gute Waffe, schrägstrich gute Rüstung zu kaufen? Wie kann ich euch dienen? Oder liegt der einfach am Körperpanzer? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was die für Schaden machen, aber es sieht ja doch eher nach magischen Schaden aus, was die verursachen. Was haben wir denn eigentlich so an Waffen? Level 29, Level 25, Level 30, 28, 20... Okay, Gürtel, Gliederfäuste. Die hier ist nicht so gut, ne? Kann man die vielleicht ersetzen durch was Cooles? Seltene Pistole erfordert Stufe 31 oder Geschick 72. Wo sehe ich denn mein Geschick? Man muss doch irgendwo... Ich habe mich schon mehrmals gefragt, warum man das nicht sieht. Wo sieht man sein Geschick, Das muss man doch irgendwo einsehen können. Verbrauchsgegenstand, Zaubersprüche, so Inventar ordnen... Mein Begleiter kann jetzt Feuerball, das will ich sehen. bei dem macht das 216, bei mir macht das genauso viel. Okay, gut, das tut sich also nicht ändern. Quest. Belohnung, ja. Roboterteile. Natürlich gibt es 4000 Stücke. Fähigkeiten. Man muss doch irgendwo sehen können, wie weit man im Skill-Level ist. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das nicht sehen kann, aber ich finde es auch einfach... Ich meine, so viele Optionen gibt es ja nicht. Einstellungen. Vollbild, Steuerung skalieren, Audio... Keine Musik, keine Geräusche, Warnung, Ressourcenknappheit, Farbdichte, spärlich, was? Was ist denn das? Da war was nicht komplett eingestellt. Helmanzeigen, Wetteranzeigen, Blutanzeigen, Tippsanzeigen, Hintermauernrändern, Gegenstandsvergleiche anzeigen, Gegenstand automatisch anlegen, Spielernamen immer anzeigen, Kugeln zentrieren, Spielernamen anzeigen brauchen wir eigentlich nicht, Kugeln zentrieren. Neustart dafür erforderlich? Nee, hä, ist doch alles schön. Ich frage mich, wo man sein Skill-Level sieht. Wir wollten eigentlich was schauen. Es tut mir leid, dass wir gerade schon wieder am Anfang der Folge so viel schauen hier, aber es ist nun mal nötig in dem Spiel. Und jetzt schaue ich gerade erstmal Level 29. Hat aber keine Steigerungseffekte, das ist ein bisschen doof. Mehrfachsockel. Imperiale Autokanone. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt mal eine neue Pistole. Am liebsten ja eine mit Sockel. Ich kaufe mal diese Pistole. Dann nehme ich mal die Klatschliff-Pistole ab hier, die seltene. Lege mal die an. Und gebe der mal noch Rüstung von Begleitern und Dienern, Zurückstoßen, Elektropanzer, Giftpanzer, Feuerpanzer. Ich gebe dem mal das da. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auf jeden Fall das hier, den
Arm, die Armschiene. Haben wir denn selbst eine Armschiene? Nein, aber nicht, gell? Aber hier ist eine Armschiene. Arm... Ne, sind hier Armschienen? Ach da. 11 Körperpanzer, 8 Körperpanzer, 14 Körperpanzer. So teuer für mich. Was? 1000? Kettenhandschuhe überlegen. Und was bist du? Zeremonieller Esserios-Tulpen, was haben wir? Ja, holla, die Waldfee. 4 Teile hätten wir dann, oder? Ist das nicht alles Ezerio? Ezerio, ne, Regent ist das. Und das ist Ezerio. Hätten wir 3 Teile machen? Auf Nahkampfwaffen, ja gut, das ist vollkommen egal eigentlich. Ah, gut, ansonsten... Ah, die gibt halt auch viel Zeug dazu, ne? Plus 18 auf Rüstung gegen Körperschaden, das ist auch richtig krass, was Körperschaden auf Rüstung angeht. Körperpanzer und das Rüstung gegen Körperschaden. Die wäre auch krass. 2400 kann aber auch nicht angelegt werden. Da ist das ja wahrscheinlich das Beste, ne? Kostet 1000. Dann kann ich ja mal... Dann verkaufe ich mal das... Mann. Dann verkaufen wir mal noch. Der Helm von uns war ja auch noch nicht so gut. Körperpanzer, Verzauberung, Gesundheit. Das gibt halt mega viel Gesundheit dazu, das Ding, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob das ohne Körperpanzer was... Weißt du, wir probieren es selber mal aus. Ich kann es nicht versprechen, dass es was bringt, aber... Naja, gegen 3 Körperpanzer? Ich weiß es nicht. Ne, der mal nicht. 50 Körper... Und Geschwindigkeit bekommen wir dazu. Erfordert Level 33, aber... Schuhe haben wir eigentlich ein ganz gutes Paar. Und was bist du? Unsere gibt momentan sehr, sehr viel dazu, deswegen packe ich das mal weg. 44 gesund, 20 Körperschaden. Achso, 300 gesund, ja natürlich nicht. Auch das nicht. Und Glattlaufpistole kann dann auch weg. Und dann haben wir 1300, das ist super. Dann können wir nämlich jetzt die Dinger kaufen. Ausrüsten. Das da weg. Genau, super. Was macht der? 5 verbesserte Ausweichchance, 24 Eispanzer. Er gibt von jedem auf jeden Fall mehr. Das Ding gibt aber auch wieder 130 Gesundheit, was wir haben, weil da Prion Kurus Auge drin ist. Einzigartig Gürtel. Einzigartig ist wahrscheinlich besser als selten, ne? Nehme ich jetzt mal stark an. Aufladungsrate 5%, erfordert Stufe 5% bessere Ausweichchance. Auf der Schnalle ist ein kleines Bild einer Katze eingraviert. Oh, wie süß. Ich behalte mal, ich schmeiß mal noch nicht weg. Ringe bräuchten wir auf jeden Fall. Gibt's hier gar nicht. Wir könnten mal eigentlich verkaufen. Ja, diese verkaufen bringt auch nicht viel, ne? Ich gehe mal hier rüber zu der. Die müsste doch eigentlich... Hier verkauft er auch Ringe? Etwas Hübsches entdeckt. Ringe, ich suche Ringe. Hast du Ringe oder Ketten für mich? Oder einen guten Kopfschmuck? Hat der irgendwie alles nicht? Gibt's einen dritten Händler? Ich weiß es gar nicht. Naja gut, auf jeden Fall können wir es momentan sowieso nicht mehr leisten. Also das wäre es dann schon. Und wir gucken mal ganz kurz, ob wir es jetzt vielleicht ein bisschen besser machen. Haben wir jetzt mehr Rüstung? Körperrüstung? Wir hatten gerade 96, gell? 113? Moment, wo bin ich? Ja, klappt super. Klappt einfach super. Ich versteh's nicht. Ich verstehe nicht, warum wir so schlecht sind. Ja.